الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, ich fordere mich und euch auf, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten, ihm gegenüber ehrfürchtig zu sein, Allah subhanahu wa ta'ala als höchste Priorität anzusehen, Allah subhanahu wa ta'alas Befehle auszuführen, Allah subhanahu wa ta'alas Verboten aus dem Weg zu gehen. Allah sagte, O die ihr glaubt, seht euch vor Allah vor. Er sagte, ittaqullah, was auf Arabisch bedeutet, wortwörtlich, dass man sich vor ihm vorsieht. Man sieht sich vor seinem Zorn. Fürchtet Allah so, wie es ihm gebührt, ihn zu fürchten. Fürchtet Allah so, wie er es verdient hat, dass man ihn fürchtet. Und Allah sagte subhanahu wa ta'ala, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat aus einem einzigen Wesen. Und aus diesem Wesen hat er seine Gattin erschaffen. Und aus diesen beiden hat er viele Männer und Frauen hervorkommen lassen. Und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet und die Verwandtschaftsbande. Und wisset, oder Allah sagte, wahrlich, Allah ist Wächter über euch. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, O die ihr glaubt, fürchtet Allah und sprecht gefestigte Worte. Das heißt Worte, die uns festigen am Tag der Auferstehung. Dann wird er dafür sorgen, dass eure Taten rechtschaffen sind und er wird eure Sünden vergeben. Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, der hat fürwahr einen großartigen Sieg errungen. Liebe Geschwister, ich möchte am heutigen Tag jeden Menschen gratulieren, dem Allah subhanahu wa ta'ala die Gunst erwiesen hat, bis zum heutigen Tag und in den folgenden Tagen weiterleben zu dürfen. Denn all dies ist eine Bestimmung Allahs subhanahu wa ta'ala. Und er bestimmt, wann der Mensch dieses Leben verlassen wird. Und dass du lebst, ist eine Gunsterweisung Allahs subhanahu wa ta'ala ganz alleine. Und wie viele Menschen dürfen diesen Tag nicht erleben? Und wie viele Menschen dürfen den folgenden Monat nicht erleben? Den Monat Ramadan zu erleben, ist ein Geschenk Allahs subhanahu wa ta'ala, für das wir nichts vorausgeschickt haben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich auserwählt hat, wenn Allah subhanahu wa ta'ala für dich bestimmt hat, dass du so eine edle Saison genießen darfst, in der du Allahs Wohlgefallen erlangen kannst, dann ist das ein Zeichen, ein gutes Zeichen für dich, sofern du diese Gunsterweisung zu deinen Gunsten ausnutzt. Und der Beweis dafür, dass bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht einmal die gute Tat im Gewichte eines Stäubchens verloren geht, ist der folgende Hadith von Ubayd ibn Khalid radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam verbrüderte einmal zwei Männer miteinander. Dann wurde der eine umgebracht und der andere starb nach ihm etwa eine Woche lang später. Ungefähr eine Woche oder mehr oder weniger. Und dann hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam das Totengebet für diese zweite Person verrichtet. Und ihr wisst, im Totengebet spricht man Bittgebete. Und nach dem Salah hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam seine Freunde gefragt, was habt ihr denn im Bittgebet gesprochen? Und sie sagten, O Gesandte Allahs, wir haben gesagt, O Allah, vergib ihm und mache, dass er mit seinem Gefährten zusammen ist. Und mache, dass er mit dem Ersten, seinem Freund, mit dem er in diesem Leben immer zusammen war, dass er auch im nächsten Leben mit ihm zusammen ist. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, verwundert zu ihnen. Er sagte, und was ist mit den Gebeten, die der Zweite zusätzlich gebetet hat? Und was ist mit dem Fasten, dass der Zweite zusätzlich gefastet hat? Und was ist mit, in einer anderen Version heißt es, und was ist mit den anderen Taten, die der Andere zusätzlich gemacht hat? Und all dies, liebe Geschwister, innerhalb von einer einzigen Woche ungefähr. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, zwischen ihnen beiden ist ein Abstand, der so groß ist wie Himmel und Erde. Dieser Hadith ist in Abu Dawud überliefert worden und Al-Albani, rahimahullah ta'ala, sagte, er ist sahih. Deswegen, liebe Geschwister, versuchen wir, diesen nächsten kommenden Monat so gut auszunutzen, wie wir können. Genauso wie, wenn du etwas vorhast, irgendein Projekt, du dich hinsetzt und einen Zeitplan aufstellst und dir genau überlegst, was du zu welchem Zeitpunkt machst, an welchem Tag,
mit deinem Wochenkalender oder Monatskalender oder Jahreskalender. Genauso, lieber Bruder, mach dir Gedanken, wie du am meisten von diesem edlen Monat Ramadan profitieren kannst, sodass möglichst wenig Zeit vergeht durch Gequatsche oder durch irgendetwas anderes, was Allah subhanahu wa ta'ala auch nicht verboten hat, aber wodurch man etwas Besseres auslässt. Und vergleiche dich in diesem Monat und dein Vorhaben mit dem, was du letztes Jahr gemacht, vorhattest und dann tatsächlich auch erreicht hast. Denn wir versuchen, uns zu verbessern. Das ist nämlich ein Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala für dich Gutes will, wenn du dich eben verbesserst und wenn du mehr machst als im letzten Jahr. Und deswegen, liebe Geschwister, gehört es zur Dankbarkeit Allah gegenüber, dass man ihm seine Dankbarkeit zeigt durch seine Worte und durch seine Taten. Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Monat verschiedenartige Gottesdienste gesetzlich gemacht. Damit jeder Mensch, wenn der eine das eine nicht kann, der kann das andere machen. Zum Beispiel das Fasten. Jeder, der fasten kann und nicht auf Reise ist, ist verpflichtet zu fasten, wie wir wissen. Außer die menstruierende Frau, die sich im Wochenbett befindet. Und ansonsten, wenn jemand nicht fasten kann, aufgrund hohen Alters oder aufgrund von Krankheit, die unheilbar ist, dann speist er stattdessen einen armen Menschen an diesem Tag, an dem man nicht fasten kann. Für den Tag, den er nicht gefastet hat. Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala hat für jeden Menschen den Weg geöffnet, den er gehen kann. Alhamdulillah. Ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala es gesetzlich gemacht, dass man besonders in diesem Monat viel Koran liest. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesen Monat ausgenutzt, um den Koran Jibril alaihi salam komplett vorzulesen. Und auch, dass man über den Koran nachsinnt. Und auch hat Allah gesetzlich gemacht das Nachtgebet. Und besonders das Nachtgebet im Ramadan, was wir Tarawih-Gebet nennen. Und dass man das in der Gemeinschaft verrichtet, der Muslime. Denn in der Gemeinschaft ist man immer stärker und in Gemeinschaft hat man immer mehr Lust auf das Gebet und ist das Gebet einem auch zweifellos schmackhafter. Und ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala das Sahur, die letzte Mahlzeit, am Ende der Nacht gesetzlich gemacht. Diese Mahlzeit, die unser Fasten unterscheidet von dem Fasten der Juden und der Christen. Und ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala den I'tikaf gesetzlich gemacht, dass man sich in die Moschee zurückzieht und in ihr drin bleibt und Allahs häufig gedenkt. Deswegen, liebe Geschwister, soll jeder Mensch schauen, welche dieser Sachen kann er am besten umsetzen, nachdem er das umgesetzt hat, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm auferlegt hat. Dieser Monat soll einfach anders werden als die anderen Monate. Dieser Monat soll anders werden bei dir als der Monat Sha'ban vorher und als der Monat Shawwal danach. Gib dir Mühe, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es dir so leicht gemacht. Er sagte, wer in diesem Monat betet, auf Allahs Belohnung, an das glauben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und auf das erhoffend, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam einem versprochen hat, dem werden seine vergangenen Sünden alle vergeben. Und deswegen, liebe Geschwister, eines der wichtigsten Sachen, damit wir mit unserem Herzen als erstes vorbereitet sind auf das, was Allah sagt, und damit auch die Ayat des Koran, die wir hören werden im Gebet, Wirkung haben und Zugang finden zu unserem Herzen, müssen wir das Herz, was manchmal eingestaubt ist, aufgrund der Sünden, die man begangen hat, erst einmal reinigen. Damit die Worte Allahs überhaupt dorthin kommen können. Deswegen ist eines der wichtigsten Angelegenheit, an die wir uns immer wieder erinnern müssen, ist, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwendet. Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, dass man sich ihm reuevoll zuwendet. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, dass man sich vor ihm erniedrigt und ihn um Vergebung bittet. Allah subhanahu wa ta'ala ruft dazu auf. Er sagt, Tubu ila Allah. Er sagt, wendet euch ihm reuevoll zu. Wendet euch ihm reuevoll zu. Und er sagt, er macht es aufrichtig. Und das ist es, liebe Geschwister, was wir dringend brauchen. Wir müssen vergessen, was wir an Sünden gemacht haben. Vergessen in dem Sinne, dass wir nicht zulassen, dass die Sünden uns davon abhalten, uns Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuzuwenden. Denn das ist nämlich eine der Methoden des Shaitan, dass er dir sagt, du hast so viel getan, es nutzt dir nichts, wenn du dich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwendest, denn du wirst ja sowieso die Sünde noch ein weiteres Mal machen. Und diese Art von Sünden wollen wir vergessen, damit wir eine neue Seite aufschlagen können in unserem Buch. Und auch zur gleichen Zeit wollen wir unseren Sünden gedenken und sie nicht vergessen auf der Art,
dass sie, sobald wir uns an die Sünden erinnern, uns dazu bringen, Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung zu bitten. Dieser Monat, liebe Geschwister, ist eine Chance, die vielleicht nie wieder zurückkehren wird. Und wie oft hat man gedacht, man würde es noch eines Tages erleben? Oder wie viele Menschen haben das schon gedacht? Jeder Mensch, liebe Bruder, liebe Schwester, jeder Mensch, der auf dieser Erde gelebt hat und gestorben ist, hat nicht damit gerechnet, dass er im nächsten Jahr nicht mehr dabei sein wird. Und deswegen, der Jibril, alayhi salatu wassalam, der Engel, kam einmal zum Propheten, sallallahu alayhi wasallam, und sprach ein folgendes Mitgebet. Und er sagte, wer Ramadan erlebt, wer den Monat Ramadan erlebt, und ihm nicht vergeben wird, und dem nicht vergeben wird, und trotzdem in die Hölle geht, und in die Hölle geht, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn weit entfernen von Allahs Barmherzigkeit. Warum? Weil eine Person, die so eine leichte Beute nicht einkassiert, so eine leichte Sache, er braucht nur sich ein bisschen Mühe geben in diesem einen Monat, besonders in den letzten 10 Tagen. Und wenn nicht einmal diese wenige Mühe auf sich nimmt, und dann hinterher schafft er es nicht ins Paradies einzugehen, das ist eine Person, die sehr, sehr arm dran ist. Und deswegen, liebe Geschwister, setzen wir inshallah das um, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Er sagte, fastet, wenn ihr ihn seht, gemeint ist der Neumond von Ramadan, und brecht euer Fasten wieder, wenn ihr ihn seht, das heißt den Neumond von Shawwal. Und deswegen erwarten wir inshallah morgen Abend, dass der Hohe Rat uns bekannt gibt, ob wir übermorgen oder den Tag darauf beginnen werden zu fasten. Liebe Geschwister, die Gunsterweisungen Allahs uns gegenüber sind unzählig, und eine davon ist die folgende, und ich möchte auch darauf hinweisen, indem ich den Hadith erst einmal vorlese. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Monat Ramadan eintritt, dann werden die Tore des Paradieses weit aufgerissen und die Tore der Höllen werden fest zugeschlossen und die Satane werden in Ketten gelegt. Guckt euch mal an, Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der uns diesen Monat Ramadan gegeben hat und uns verschiedenartige Ibadat gesetzlich gemacht hat, damit wir seine Barmherzigkeit erlangen können, obwohl er nichts davon hat, subhanahu wa ta'ala, er hilft uns auch noch gleichzeitig, diese Barmherzigkeit zu erlangen, indem er die Satane in Ketten legt. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Und deswegen jeder gläubige Mensch, der sich auf Ramadan freut, jeder Mensch, der in seinem Herzen diese Freude verspürt, das ist zweifellos ein gutes Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er für ihn Gutes will. Denn jeder weiß, dass der letzte Schritt, um eine gute Tat umzusetzen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir den Tawfiq gibt, diese Tat umzusetzen. Das heißt, er verleiht dir die Kraft und den Erfolg, das auch letztendlich umzusetzen. Der gläubige Mensch freut sich auf den Monat Ramadan, er freut sich auf einen neuen Handel mit Allah subhanahu wa ta'ala, einen Handel, bei dem man nicht verlieren kann. Allah sagte, das was bei euch ist, vergeht, und das was bei Allah ist, wird ewig währen. Liebe Geschwister, achtet darauf, dass ihr besonders in diesem Monat Ramadan viele freiwillige Gebete verrichtet. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat darauf hingewiesen, dass das Verrichten von freiwilligen Gebeten zum Paradies führt. Einmal hat ein Sahabi namens Rabi'a ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu, er war beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam zusammen und hat bei ihm die Nacht verbracht, dann ist der Gesandte sallallahu alaihi wasallam aufgestanden und hat sein Geschäft verrichtet. Rabi'a radiallahu anhu ist hingegangen und hat Wasser dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht, damit er sich reinigt und damit er gleich auch wieder den Wudu vollzieht, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war immer mutawaddi, hatte immer Wudu gehabt. Und dann ist als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Wudu gemacht hat und Rabi'a ihm das Wasser dazu gereicht und gegossen hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm Folgendes gesagt: Hast du irgendetwas, wobei ich dir behilflich sein könnte? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat nämlich immer Gutes mit Gutem heimgezahlt. Wenn jemand ihm etwas Gutes getan hat, hat er geschaut, wie kann er ihm dieses Gute wieder zurückgeben, damit niemand Yawm al-Qiyamah irgendeine Vorhaltung gegenüber ihm machen kann. Und so hat er zu Rabi'a gesagt, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Hast du irgendein Problem, irgendetwas, Geldproblem, Heiratproblem, irgendein Problem, wobei ich dir helfen kann? Und er sagte, nein, o Gesandter Allahs, ich möchte eigentlich nur mit dir zusammen im Paradies sein. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist alles, was du willst? Er sagte, ja, das ist alles, was ich will.
Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, dann hilf mir dabei, indem du dich häufig für Allah subhanahu wa ta'ala niederwirfst. Dann hilf mir dabei, dass du, wie kann ich dir helfen? Indem du häufig Sujud machst für Allah subhanahu wa ta'ala. Ein anderer Ausdruck dafür, freiwillige Gebete zu verrichten. Und all dies ist ein Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen liebt und ins Paradies eingeht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dass dieser Monat Ramadan besser wird als der letzte Monat. Und dass wir uns in diesem Monat verändern, dass es nicht der Monat vorbeigeht, wie der andere Monat auch. Denn er ist derjenige, der dazu den Erfolg verleiht und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.